Dann wollen wir mal schauen, was das Schönes auf sich hat. So ein Balkonkraftwerk. Das ist ja jetzt bei allen in aller Munde. Balkonkraftwerk. So, Balkonkraftwerk, 600 Watt Grenze. Auspacken, anschließend Strom einfach selbst erzeugen. Jetzt kleines Kraftwerk bestellen. Genehmigungsfrei, einfach zu installieren. Keine Elektroika notwendig. Jetzt bestellen. So, bis zu 800 Kilowatt im Jahr. Okay. Wie groß darf ein Balkonkraftwerk sein ohne Genehmigung? Wann lohnt sich ein Balkonkraftwerk? Was passiert, wenn man ein Balkonkraftwerk nicht anmeldet? Wie viel Strom darf ich mit einem Balkonkraftwerk einspeisen? So, das heißt ganz einfach über Steckdose. Wenn es so einfach ist, kann das ja jeder machen, ne? So, wollen wir mal gucken hier, ob wir ein schönes Balkonkraftwerk finden. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Anbieter auf dem Markt. Und ich habe natürlich schon ein bisschen recherchiert und ein bisschen geguckt. So, wie funktioniert ein Balkonkraftwerk? Hier ist ein schönes Video. So, und wie ich verstanden habe, ist, man steckt das Ding einfach in die Steckdose und fertig. Und da der Stromkreislauf ja geschlossen ist, sprich, wenn die Sonne scheint, spare ich Strom ein. Und kann natürlich dann meine Elektrogeräte damit betreiben, bevor ich dann neuen Strom aus der Fremdleitung quasi ziehe oder von den Stadtwerken oder von dem Netzwerk. So, Balkonkraftwerk Duo für Flachdächer. Unsere Stecker Solaranlagen mit Halterung für das Flachdach. So ist für mich nicht so. Für Gitterbalkone empfohlen ab 1500 Kilowatt Jahresverbrauch bis zu 800 Kilowatt Stromerzeugung pro Jahr. Bis zu 408 Euro geringe Stromkosten im Jahr. Ist, vermute ich, mal abhängig, wie hoch der Preis pro Kilowatt liegt. Bei uns liegt er jetzt aktuell bei 43 Cent. Bei anderen vielleicht mehr, bei anderen weniger. Empfohlen ab 1500 Kilowatt Jahresverbrauch. Wir vierköpfige Familie haben ungefähr einen Verbrauch von 1900 bis 2200 Kilowatt im Jahr. Ist natürlich so ein bisschen abhängig, mal weniger, mal mehr. Balkonkraftwerk ohne Halter. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier zwei Solarmodule mit 410 WP. 1700, okay, die Maße ist jetzt uninteressant. Wir haben jetzt hier zwei Solarmodule, Maisan Solarmodule je 410 WP. Ein Mikrowechselrichter mit 600 WP Ausgangsleistung, 5 Meter Anschlusskabel. Vorteile, 10 Jahre Garantie, senkt die Stromkosten bis zu 408 Euro im Jahr. Plug-and-Play-Installation ohne Elektriker. Cool. Ich denke, das sollten wir hinkriegen. Und ich würde sagen, wir bestellen das Ganze jetzt. Und innerhalb von 14 Tagen kam dann dieses große Paket hier an. Natürlich weichen so die Lieferzeiten so ein bisschen, je nachdem, wie das ganze Produkt zur Verfügung ist. Auf jeden Fall erster Eindruck, finde ich persönlich, sehr, sehr positiv. Es wurde mit einer Spedition gebracht. Das Paket ist nicht beschädigt, es ist super verpackt und natürlich nochmal den Aufschrift Vorsicht Glas. Das Ganze natürlich ist da drinne sehr empfindlich, würde ich jetzt mal sagen. Also empfinde ich jetzt mal so. Ja, wir wollen es mal gemeinsam anschauen. Voila. Auf den ersten Anschein ist das Ganze wirklich unbeschädigt angekommen. Natürlich haben wir hier nochmal schöne Schaumstoff-Gummis, die das Ganze, ja, vor dem Transport schützen. Recht wenig Verpackungsmaterial, wenn ich so überlege. So, und jetzt, das ist das erste Panel. Und hier ist direkt drunter das zweite. Und dann lässt natürlich das Kundenherz oder mein Herz höher schlagen. Sieht sehr, sehr hochwertig aus, muss ich sagen. Es ist eher so dunkelblau mit einem schwarzen Rahmen. Die meisten sind, glaube ich, immer aus Aluminium. Ist auch egal, ist ja ein Balkonkraftwerk, soll Strom produzieren. Aber vom Optischen her gefällt mir das ziemlich gut. Der Karton sah ziemlich groß aus, die Felder sind auch sehr groß. Aber letztendlich, wenn ich jetzt direkt daneben stehe, kommen sie mir gar nicht mehr so groß vor. Das heißt, ich kann die, glaube ich, super verbauen, ideal für so einen Balkon. Ne? Wir haben jetzt hier Gesamtdaten, einmal die Breite von 1,09 Meter breit und 1,75 Meter hoch. Zwei Stück. Passend natürlich dazu ein 5 Meter Anschlusskabel, verschiedene Steckverbindungen und hier verbirgt sich wahrscheinlich das Modul. Was mir als allererstes auffällt, ist, dass wir einen schönen kräftigen Aluminiumrahmen haben in schwarz, matt
Und wir haben überall Bohrungen vorgesehen. Und ihr könnt natürlich auch nochmal hier was reinbohren. Sprich, ihr könnt euch selber einen Halter basteln. Für beispielsweise das Dach, für den Balkon. Oder ihr macht einen Pavillon, baut ihr euch hier auf, eine Überdachung. Oder ihr legt das Ganze einfach nur auf ein Flachdach rauf. Also ihr könnt, die Möglichkeit ist da, dass man sich selber was bauen kann. Also im Lieferumfang ist enthalten die zwei Solarpanels, dann ein 5 Meter Anschlusskabel. Dann hier ganz schön gemacht, ein Aufdruck, kleines Kraftwerk. 1,5 Verlängerungskabel, sprich wir können die zwei Panels auch unterschiedlich platzieren. Dazu dienen diese zwei Verlängerungskabel. Und natürlich hier wird wahrscheinlich das Modul drin sein. Voila. Hier haben wir die Montageanleitung. Schauen wir gleich mal rein. Und die Installation, das Modul, ein paar Stecker. Genau. Das Modul macht nichts anderes als den Strom dann umwandeln und dann in die Steckdose führen, dass da auch maximal 600 Watt reingehen. Die beiden Panels produzieren, ich glaube, 800 Watt. Auf genauen weiß ich, das ist nicht auf dem Zerdrückten, aber um die 800 Watt. Und das Ganze ändert es dann um. Natürlich prüft ihr natürlich vorweg den Inhalt. Ne? Wir haben zwei Solarmodule, wir haben einen Wechselrichter, wir haben zwei Verlängerungskabel und ein Anschlusskabel von 5 Meter. Und dann ist es wirklich ziemlich einfach. Es gibt aber auch Montagevideo im Netz, wie das Ganze montiert wird. Das Besondere daran, ihr könnt es hier unten schon sehen, wir haben eine WLAN-Antenne. Sprich, ihr könnt das Ganze über das Smartphone kontrollieren. Und das werden wir auch im Anschluss machen. Ich werde mich jetzt erstmal an die Montage beginnen. Ich werde das erstmal jetzt hier zum Testen auf den Boden platzieren. Das heißt, ich will eine ganz kleine Neigung haben. Das heißt, ich nehme jetzt den Stuhl, platziere ihn hier und dann kann ich das Ganze ablegen. Und dann schauen wir uns das mal an. Das ist dann unser Wechselrichter. Wiegt um die 4 bis 5 Kilo, ziemlich schwer. Hier ist eine Bohrung, damit könnt ihr das Ganze beispielsweise an der Wand anbringen oder einfach auf den Boden legen, so wie ihr möchtet. Und dann müsst ihr einfach, jedes Solarmodul hat zwei Kabel und die kommen einmal auf der linken und einmal auf der rechten Seite rauf. Beispielsweise jetzt hier, linke Solarmodul, das Ganze passt auch nur einmal. Und dann müsst ihr es raufstecken, bis es einmal Klick gemacht hat. Und dann noch die WLAN-Antenne anschrauben, das habe ich hier schon getan. Die könnt ihr auch neigen. Und dann haben wir hier unser Anschlusskabel. Daran kommt dann unser 5 Meter Verlängerungskabel. Das Ganze muss auch einmal Klick machen. Und dann könnt ihr das Ganze in die Steckdose legen. Und fertig. Für diejenigen, die das verlängern möchten, das 5 Meter Kabel und natürlich auch das technische Know-how haben, da ist natürlich nochmal ein extra Stecker mit dabei. Sprich, du kannst dann auch ein 10 Meter oder 20 Kabel daraus machen, wie du möchtest. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch in die Steckdose stecken. Es wird wirklich hier wunderbar beschrieben, kinderleicht kann man sagen. Wenn die LED am Wechselrichter blau blinkt, wird Strom eingespeist. Sprich, dein Atomkraftwerk, Balkonkraftwerk ist jetzt betriebsbereit und speist Strom ein. Eine ganz, ganz tolle Sache. Du kannst das Ganze natürlich nochmal per Smartphone überwachen. Du musst dir einfach diese Solarmann Smart App runterladen im App Store, ganz, ganz einfach. Und dann kannst du mit dieser App quasi alles überwachen, in Echtzeit sehen. Die Statistiken kannst du ablesen, wie viel gepflanzte Bäume du mit der Anlage gepflanzt hast, beziehungsweise eingesparte Kohle und CO2-Vermeidung in Tonnen kannst du ablesen. Sprich, du tust noch was für die Umwelt. Und das ist natürlich eine größere Investition. Ihr habt gesehen, 800 bis 1000 Euro kostet so ein kleines Balkonkraftwerk. Ihr könnt natürlich auch welche kaufen mit einem Akku. Kommen wir gleich nochmal drauf. Aber wenn ihr jetzt beispielsweise 1000 Euro investiert, dann habt ihr so ein Balkonkraftwerk ganz, ganz schnell wieder raus. Warum, weshalb? Der Preis pro Kilowatt liegt ungefähr bei 40 Cent jetzt, oder wir zahlen jetzt 43 Cent, manche vielleicht 50 oder auch sogar 60 Cent. Und wenn ihr dann eine Ersparnis von, sagen wir mal, 500 Euro, 400 Euro im Jahr habt, braucht ihr ungefähr 2 Jahre, dann habt ihr das ganze Gerät wieder drinne. Und ab dem dritten Jahr macht sich das quasi bezahlt, beziehungsweise ihr habt dann eine Ersparnis. Jetzt fragen natürlich viele Zuschauer von euch, haben in meinen letzten Videos gefragt gehabt, gibt es ein Balkonkraftwerk mit beispielsweise ein Akku, wo man die Energie, die gewonnene Sonnenenergie speichern kann. Sowas gibt es auch auf dem Markt, kostet natürlich dann ein bisschen mehr. Sprich,
solange oder ihr braucht einfach mehr Jahre, bis sich das Ganze rentiert hat. Ich finde das ganz klasse hier und wir produzieren jetzt ungefähr 800 Kilowatt mit diesen zwei Solarmodulen. Und viele haben auch geschrieben, hey, das ist verboten, du darfst doch nur 600 Watt einspeisen. Ist richtig, der Wechselrichter speist auch nur 600 Kilowatt ein. Sprich, wenn wir jetzt mal eine Wolke am Himmel haben und die zwei Solarmodule werden nicht richtig ausgeschöpft, beziehungsweise wir können einfach mehr damit produzieren, decken damit ein bisschen mehr ab, aber speisen letztendlich nur 600 Watt ein. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. So, und ich werde das Ganze jetzt mal prüfen über eine gewisse Zeit und werde dann noch mal ein Video machen darüber. Letztendlich ist es wirklich sehr, sehr einfach, Stecker in diese Steckdose stecken und du produzierst deinen Strom. Natürlich jetzt im Winter vielleicht nicht so optimal wie im Sommer, aber jetzt gibt es natürlich auch noch Winterpreise. Im Sommer oder im Frühling wird das Ganze wahrscheinlich durch die Decke gehen und sehr, sehr teuer sein. Wer weiß das schon? Vielleicht gibt es auch eine Förderung vom Staat. Ich habe schon ein, zwei Bundesländer gehört, es gab eine Förderung, gewisse Summen haben sie freigestellt oder Gelder. Und jetzt gibt es natürlich zwei, drei Tipps, beziehungsweise Pro und Contra. Viele sagen beispielsweise, auch Steffi hat gesagt, oder mein Vater, was bringt dir denn das Ganze, wenn du abends Fernsehen guckst und es ist dunkel, ne? Die Sonne ist nicht da, aber du hast einen hohen Energieverbrauch, ist ja meistens so, abends braucht man Licht, Fernseher läuft, Waschmaschine läuft und so weiter und so fort. Und da gab es ein, zwei clevere Kommentare von euch. Ihr könnt beispielsweise das kompensieren, indem ihr einfach Zeitschaltuhren zwischen den Maschinen schaltet oder beispielsweise den Trockner, die Waschmaschine, solche Geräte nicht abends laufen lässt, sondern am Tag, wenn die Sonne scheint. Dann habt ihr nämlich den Strom, den ihr, wenn ihr beispielsweise die Waschmaschine abends oder den Trockner abends laufen lässt, diese Ersparnis habt ihr dann, weil ihr am Tag dafür wenig Strom nutzt aus dem Netz, sondern dies Solarstrom. Und dann könnt ihr beispielsweise abends am Fernsehen gucken und ihr habt eine kleine Ersparnis beziehungsweise einen geringeren Stromverbrauch. Und so könnt ihr das Ganze irgendwie so ein bisschen managen. Das heißt, ihr guckt, welche Geräte ihr am Tag laufen könnt, welche unbedingt laufen müssen. Und dann habt ihr am Ende des Jahres unterm Strich eine Ersparnis. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Und wenn du Fragen zu diesem Thema hast, lass sie doch bitte da als Kommentar. Denn mittlerweile haben viele so ein Atomkraftwerk, ein Balkonkraftwerk, und viele möchten es auch oder bereuen es auch gar nicht mehr und freuen sich, denn du tust etwas für die Umwelt, du tust was für deinen Geldbeutel und das macht irgendwie eine Menge Spaß. Ja, und lass einen Kommentar da, dann können wir ein bisschen diskutieren. Ansonsten würde ich sagen, alle Infos zu diesem Video unten in der Videobeschreibung, auch dieses tolle Kraftwerk werde ich dir mal unten verlinken und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Mr. Handwerk oder Sebastian. Ciao.